Einen wunderschönen guten Abend, liebe Permanent-Anime-Fans. Hallo. Wir sind noch immer in Tokio, ihr werdet es nicht glauben. Heute war der letzte Tag der TIFFCon. Für Benny ist es leider auch der letzte Tag in Tokio. Aber Benny, du hast Spaß gehabt, oder? Ultra. Ultra. Zum Ja. Beispiel heute, oder? Heute haben wir richtig Spaß Ja, gehabt. heute haben wir mega Spaß gehabt. Ja, ich, auch wenn ich leider aus zeitlichen Gründen es nicht geschafft habe, mein Jäckchen anzuziehen, was ich ja mitgenommen habe, aber wie angedroht waren wir heute ja nochmal auf einem Konzert und zum Glück mussten wir nicht unsere Schwimmklamotten anziehen und da so hingehen. Wir haben nämlich Wing gesehen, Old Codex. Old Codex, und die waren unfassbar gut. Wahnsinn. Richtig, Wahnsinn. richtig gut. Richtig, richtig gut. Richtig heavy. Wir waren ein wenig irritiert, dass der Altersschnitt gefühlt bei 15,5 lag und die da im Prinzip so die Hälfte des Konzerts Metal gespielt haben. Das war sehr seltsam, aber gut. Wahnsinnig Und gut. falls ihr nicht wisst, wer Old Codex ist, die haben die Openings zu Free 1-2 gemacht. Und was haben sie noch gemacht? Haikyuu. Nein, nicht Haikyuu. Das Nicht war von aufgepasst, hat der Benny nicht aufgepasst. das war Kuroko von no den Basket. Kuroko no Ist Basket. alles Sport, ist alles das Ja. Gleiche. Die haben Songs für Kuroko no Basket auch gemacht. Und für God Eater, der jetzt ja auch in der Summer Season Siehst du, das gelaufen hätte ich ist. gewusst. Das wäre halt falsch. Der hätte God Eater gesagt und nicht Ja, IQ. ich war im Sportding. Sport, alles das Ja, Gleiche. ja. Auf jeden Fall war das echt super gut. Die haben 2 Stunden gerockt. War wirklich, also Die Hammer. waren saugut. Also Hammer. sogar ich als vernarrte elektronische Musik muss wirklich sagen, es war sau, 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 sau gut. Und ja, war irgendwo zwischen Korn, Slipknot, Linkin Park, Linkin Park, Green Day. Cold, die ruhigeren Sachen hatten sogar teilweise ein bisschen was von Coldplay, glaube Stimmt, ich. ja. Ja, Also aber die waren super gut. sau gut. Ja, Hoffen wir mal, dass komplett die. live. Ja, komplett live, Komplett genau. live. Und hoffen wir mal schwer, dass die irgendwann nach Deutschland kommen, Ja, oder? Das wäre schon eine definitiv. Das coole ist Sache. Highlight. Und die waren so viel besser als so viele andere Bands aus dem Genre, die ich in letzter Ja. Zeit gehört habe. Also, Also auch viel besser als viele amerikanische ja. und europäische Bands aus dem Ja. Gebiet. Können wir euch nur empfehlen. Also falls ihr Old Absolut. Codex noch nicht kennt, hört mal rein, schaut mal in YouTube in die Video bei YouTube in die Videos von den Jungs rein. Echt gut. Und die haben auch eine sehr coole Aktion gehabt, so gegen Ende des Konzerts. Da haben sie nämlich 2 Fans aus dem Publikum rausgezogen und dann durften die einen Teil von dem Lied singen. Ja. Das war natürlich nicht so melodiös passend, wunderschön von der Stimme her, aber die haben saumäßig Spaß da gehabt und es war total herzallerliebst eigentlich, wie die sich dann auch, Ja. also wie diese eigentlich ja toughen Jungs, wobei wir glauben mittlerweile gar nicht mehr, dass sie so tough Das sind. sind, aber wie die sich um die gesorgt und gekümmert haben. Und ich glaube mittlerweile, dass es war ein Mädel und ein Junge, den sie auf die Bühne geholt haben. Das Mädchen war einfach nur völlig durch den Wind, weil sie jetzt plötzlich auf der Bühne gestanden ist, fand das aber total toll. Und beim Jungen hatte ich erst gedacht so, der torkelt so ein bisschen, ist der jetzt schon besoffen? Und dann später, als Sebastian und ich aus dem Konzert rausgegangen sind, ist der vor uns gelaufen. Und da haben wir hab ich zumindest festgestellt, dass der wahrscheinlich nicht betrunken war, sondern dass der tatsächlich einfach nur leider unter einer Behinderung gelitten hat. Was es umso herzzerreißender macht, dass sie quasi den sich ausgesucht haben und auf die Bühne geholt haben, dass er mit ihnen da oben ein bisschen rumalbern konnte und rumtanzen Das war konnte. echt super. Es war wirklich gut. Super, Also super. Respekt. Also für Old Super gut. Codex Ja. definitiv Daumen Daumen nach nach oben. oben. Wahnsinn. Und ja, wir waren dann heute aber auch ein bisschen mieten, ein bisschen shoppen. Wir haben es endlich Wir haben geschafft. es endlich geschafft. Benny hat endlich das gekauft, was er kaufen wollte. Zeig mal, was du gekauft Genau. hast. Und man muss auch noch dazu sagen, wir mussten dafür heute wieder ewig durch fünf, ich weiß nicht, wie viele Läden waren wir jetzt am Zu Ende? viele. Zu viele. Zu Weil es viele. plötzlich, davor in jedem Laden, in dem wir waren, gab es das. Und jetzt, wo wir es dann kaufen wollten, gab es es in keinem einzigen Laden Aber mehr. Benny ist glücklich, denn Genau, Benny wir haben hat's es bekommen. geschafft. Er hat sich gekauft einen Ich sehe es Gundam. nicht, ob es richtig im Ja, Bild es ist. ist. Ich halte einfach mal. Benny versteckt sich hinter seinem neuen Gundam, hinter Death Scythe. Nein, Death Scythe. Auf, ich weiß nicht. Todessensor auf jeden Fall. Death Skies the Hell in der The Hell-Variante. Das ist der Mobile Suit XXXG 01D2. Für alle Freaks, die Für wissen, was alle gemeint Freaks ist. wahrscheinlich. Genau, Ich hat weiß es gekostet nicht. 3.320 in der Master Grade Version. In der Master Grade-Version. Benny ist jetzt überglücklich und wird das Wochenende mit Basteln verbringen. Moin. Alles, was er braucht. Und zur Feier des Tages haben wir Ja. für unseren Lootbeutel uns gedacht, ihr kriegt jetzt nicht Wir schon ganz so lassen einen uns nicht großen, lumpen. aber in unseren Lootbeutel haben wir euch einen kleinen Gundam mitgebracht. Der Der ist ist auf jeden Fall voll total niedlich cool. Ja. und den könnt ihr nach wie vor gewinnen, wenn ihr
die Fragen am Ende unserer Reise richtig beantwortet. Außerdem wandern da heute nochmal so zwei kleine Buttons rein. Einmal vom Cockroach Girl und von Laidback Lou. Buttons, die wir hier auf der TIFFCOM abgegriffen haben. Heute war da der letzte Tag. Wir haben die letzten paar Meetings gehabt. Haben da auch nochmal ein bisschen was klargemacht. Wir haben heute auch nochmal einen Film für unser Peppermint Anime Festival für euch. Und es ist jetzt nicht der, den ich gestern angedroht habe, weil leider habe ich da heute doch noch nicht die Bestätigung für bekommen, dass wir dir jetzt zeigen können. Ich hoffe, dass ich die Bestätigung morgen bekomme. Aber wir haben da noch was anderes klar gemacht für unsere Late-Night-Schiene. Das Ding heißt Kiri, Profession Assassin. Ist ein Live-Action-Film, der basiert auf einem Manga. Und für die etwas härteren unter uns, da geht es gut zur Sache. Da gibt es ordentlich Dresche in dem Film. Und sexy Mädels. Jetzt, ja, nicht unbedingt für alle unter uns natürlich was, aber Es, macht Spaß. ja, Hauptsache es gibt Dresche. Hauptsache, es gibt Dresche. Also Das ist ein das richtig Wichtigste. cooles Teil. Den Link zum Trailer hoffe ich, dass ich den später finde. Den poste ich euch natürlich wie immer auf YouTube unter dieses Video, was ihr jetzt schaut. Dann könnt ihr euch den Trailer schon mal anschauen. Und die Infos auch zu allen Filmen, die wir jetzt hier in Tokio noch klar machen fürs Festival. Da kommen immer noch einige. Und ja, die Infos dazu gibt es dann ja, nächste Woche irgendwann, wenn ich wieder back in Munich bin. Und ja, wir haben da auch noch so einige andere Kleinigkeiten fürs Festival, haben wir schon angekündigt gehabt, dass wir da noch an ein paar Dingen arbeiten. Ich kann euch schon mal ein bisschen anteasern. Es haben viele von euch danach gefragt, was mit diesen Love Live Code-Karten ist, mit diesen Promokarten. Das haben wir angefragt. Es ist noch nicht sicher, aber es sieht sehr, sehr gut aus, dass wenn ihr Love Live bei uns im Festival schauen kommt, dass wir euch dann auch diese Promokarten für das Handyspiel zur Verfügung stellen können. Da wird sogar der Benny sich das Handyspiel holen, oder? Ich brauche erstmal ein neues Handy dafür. Okay, Benny braucht erstmal ein neues Handy. Auf jeden Fall, das sieht sehr gut aus. Wir werden es euch bestätigen, hoffe ich, allerspätestens übernächste Woche. Und ja, was haben wir heute noch gemacht? Noch irgendwas? Eigentlich nicht. Wir sind nur durch drei Ja. Stadtbezirke durchgelaufen, und weil wir einen Gundam Um kaufen wollten. Gundams zu kaufen. Basti hat aber auch noch was gekauft. Basti hat sich nämlich gekauft im J-Rock Flash eine One Ok Rock CD im Sale für 1500 Yen. Ich kann leider nicht lesen. Es ist auf jeden Fall die Deluxe Edition vom 35XXXV Album. Und dann habe ich mir auch noch was Fast so anderes Tolles kompliziert wie die gekauft. Fachbezeichnung von meinem Gundam. Nein, das ist einfacher. Dein Gundam ist so ultra cool. Er hat Der einen hat einfach Fernseher. einen Namen wie so eine Serie, wie so eine Anime-Serie über zwei Zeilen. Ja. Er hat eine Todessense, das ist das Einzige, was wichtig Ich ist. habe aber noch was Cooles gekauft, nämlich ein Daft Punk-Album. Und zwar das Discovery-Album, wo es ja auch diesen schicken Anime dazu gibt. Mit dem Anime-Cover dazu. Es war glücklicherweise tatsächlich auch das einzige Daft Punk-Album, was ich noch nicht in meinem Regal stehen hatte. Warum auch immer, vielleicht habe ich es auch mal gehabt und ich habe es ausgeliehen und habe es nie wiederbekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dieses schicke Album habe ich mir auch gekauft. Das gab es auch für. Eines der besten, wahrscheinlich sogar das beste Daft Punk-Album von Ich allen. würde sogar sagen, es ist fast eines der besten elektronischen Musikalben Also aller Zeiten. bei einem Voting, weil der Main-Theme, den kennt wahrscheinlich jeder. Ja, Hoffe natürlich. ich, dass jeder von euch ihn Ja, kennt. jeder hat Das One More Time schon mal ist One gehört. More Time, Also. das ist auch Lied 1 auf dieser formschönen CD. One More Time, und ich glaube, es gab jetzt über die Jahre viele, viele Votings, und es war eigentlich jedes Mal so, dass One More Time als bester Dance-Soundtrack oder bester Dance-Track aller Zeiten gefeiert wurde, was auch absolut korrekt ist. Daft Punk hat es einfach drauf. Ja. Und das Album generell hat es drauf. Ja, Also und wenn ich ihr würde immer wieder den. sagen, das ist sogar wenn man genreübergreifend mich fragt, was meine Lieblingsalben sind, ist Daft Punk Discovery auch immer mit dabei, weil das von vorne bis hinten einfach das perfekte Album Ja, ist. und wenn ihr den Anime noch nicht gesehen habt, Dann schaut ihr euch an. Der ist in schaut ihn Deutschland euch an. erhältlich, leider nicht bei Ja. uns, sondern bei Rapid Eye Movies. Aber Yes. das darf man durchaus auch mal sagen, weil dass Ja. die Jungs das damals, das Ding ist ja auch schon ein paar Jahre alt, dass die das lizenziert haben und sogar in Kinos in Deutschland gezeigt hatten, das war Super. sensationell, denn gerade den Daft Punk Sound in meinem Kino zu hören war gut. Ja. Also falls ihr es nicht kennt, besorgt euch mal eine schicke DVD von Rapid Eye Movies. Ich hoffe, dass sie vielleicht irgendwann mal eine Blu-ray machen. Aktuell gibt es das nur als DVD. Wahrscheinlich gibt Sollten es wir kein auch sagen, wie das HD-Material. heißt eigentlich. Das heißt, nie, hat Ach nichts so, im Namen mit stimmt. Daft Punk und auch nichts Es mit heißt. Discovery zu tun, sondern der Film heißt Interstellar 5555, also 4x5. Genau. Und genau, ist irgendwo Anfang 2000 Anfang irgendwas 2000, glaube ich. Anfang der irgendwo, 2000er Jahre ja, ist rausgekommen. Genau. rausgekommen. Also ich weiß, dass wir damals noch im Kino waren und den uns noch angeguckt Genau, haben. genau.
Ja. geruckt. So, und jetzt kommen Genau. wir zum Der Ende traurige der trauten Abschied. Zweisamkeit. Ja. Benny verlässt mich morgen. Ich bin noch ein klein Yes. wenig hier. Aber keine Sorge, morgen wird Crazy Johanna mit mir das Video machen im Tokyo Disney Sea. Sind wir mal gespannt, wie das wird. Ihr seht hier im Hintergrund übrigens, das ist der Blick aus unserem Messehotel. Leider diesmal nicht mit Rainbow Bridge View, sondern nur Regular Harbor View, aber trotzdem bei Nacht eigentlich ganz schön. Und mit Regular. diesen Bildern verabschieden wir uns, verabschiedet sich der Benny Ja, primär verabschiede ich mich. aus Danke, Tokio. dass ihr uns treu geblieben seid über all die Stunden, Tage, eine Woche. Ja, Ja. aber Benny hat schon gesagt, er kommt vielleicht irgendwann mal wieder mit, wenn sich's einrichten Wenn lässt. es sich ergibt, werde ich wieder dabei sein. Und ja, Benny, guten Ja, Flug. danke, danke. Grüße an alle. Ne? Ja, Basti dann für euch, wie gesagt, noch ein paar Tage hier in Tokio. Ich werde den Bootbeutel, Den da Bugbeutel, haben wir einen den müssen wir erstmal Bootybeutel. hochfahren. Ja. den Ein werde ich auch schlechtes Wortspiel, ein wenn bisschen man mag. füllen. Ein bisschen füllen werde ich den Bootybeutel noch für euch. Und ja, wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Abend noch. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Den Benny gibt es dann im Am am Dienstag, Dienstag im Stream, am genau. Dienstag. Peppermint Anime Gaming mit mir ab 20 Uhr erst. Ja, früher kann ich leider nicht. Ab 20 Uhr. Was wir spielen, keine Ahnung. Findet's heraus, schaltet Das ein. überlegt sich der Benny Das auf den überlege ich 14-Stunden-Flug mir, morgen. genau, irgendwo da zwischendrin. Fällt mir Gut, bestimmt gut. was Tolles ein. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.